So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe vorhin gerade mal geschaut, wann ich das eben das letzte Mal gespielt habe, also die vordere Folge, die ich gemacht habe. Hat mich jetzt doch interessiert, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Das war am 16.12. Jetzt ist der 22.02. Also schon. Ich muss mal schauen, ob es jetzt den richtigen Spielstand fortsetzt, weil es hat automatisch gespeichert. Doch, das müsste der richtige sein. Letztes Mal hat es mir der falsche gespeichert. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich ein Upgrade irgendwie habe. Upgrade installieren. Habe ich. Das mit dem Gutzeichen. Das da macht was? Verlängert die Zeit, in der dein Köder aktiv ist. Mit einer größeren Zentraleinheit ist dein Energieköder länger aktiv. Ich würde mal sagen, ich werde schauen, dass ich was verbessere, wo auch ein bisschen Sinn macht. Nein. Ich will es lesen, nicht installieren. Für kurze Zeit Gankmonster anlocken. Ein kleines Ködergerät, das ein Energiesignal aussendet, solange es aktiv ist. Drücke C und wirf das Gerät mit der linken Maustaste, um es zu aktivieren. Okay, ich weiß jetzt nicht. Im Moment habe ich mit nicht so vielen Feinden. Nein, ich will es lesen. Ah, ich muss hier mit den Tasten hin und her gehen, sonst. Ableiter. Ladezeit für Plasmapulse verringern. Durch ein Komponenten-Upgrade erhält die Impulskanone mehr Leistung. Ein Plasmapuls, der kleinere Gankmonster lähmen kann, modifiziert die Linsenanordnung der Impulskanone. Ist auch noch interessant. Was ist das? Weck dich sofort wieder auf, wenn du das Bewusstsein verlierst. Starke Elektroden für dein Herz, die den Neokortex stimulieren. Beachte die lange Ladezeit. Also das heißt, wenn mich jemand ziemlich übel niederhaut, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, für wie viele Upgrades es reichen wird. Also, dass ich... Komm, ich werde die Kanone verbessern. Naja. Ah, den kann ich auch noch verbessern. Wunderbar. Oder ne, den kann ich auch installieren. Oder soll ich mal das Köderding da probieren? Ja, ich probiere mal das Köderding. Bis jetzt haben die mich ja noch nicht niedergehauen. Das heißt, ich habe hier. Ah, hier habe ich auch noch was ich reintun kann. Emissionsverstärker. Steigert die Reichweite des Köders, um Gankmonster aus größerer Entfernung anzulocken. Ein Upgrade, mit dem sich der Energieköder für höhere Leistung strategisch überladen lässt. Ja, wieso nicht? Ich werde ja sowieso schauen, dass ich am Ende alles installiert habe, denke ich mal. Aha, hier könnte ich auch noch was werden. Verlängert die Zeit, in der dein Köder aktiv ist. Entweder länger aktiv oder mehr Leistung. Wahrscheinlich wird es nicht für beides reichen. Ja, es reicht nicht für beides. Ist der Wurst. Ich teste es einfach mal.
Upgrade installieren. Also mit ihnen habe ich ja geredet noch. Hier spawnt nie neues Zeug. Ich glaube, es ist wirklich so, dass man dann... Mann, ich weiß, dass das Spiel relativ ein kurzes ist, aber irgendwie möchte ich nicht, dass es endet. Ich weiß eben nicht, eröffnen sich da hin und wieder neue Orte oder so. Ja komm, ich gehe jetzt einfach weiter. I'm going to the garden to end all of this. I think I saw it before. I just need to cross the river. You're just gonna stroll out there and wave pumpkin around? Sarcasm isn't helping, Bex. Nicht streiten. Ich mag keinen Streit. Seid nett zueinander. Ja, ihr seht, hier habe ich das schon abgeerntet. Und hier war ich eben schon mal, aber das Tor war inaktiv, es hat sich nichts getan. Ich habe gerade gemeint, vielleicht kann man da die Schwärme auch noch eindingsen. Okay, jetzt müsste sich eigentlich was tun. Letztes Mal nada, nix. Einfach absolut nix. Und diesmal leuchtet das da wie ein Weihnachtsbaum. Dann sagt sie noch so cool. Back, see there? The force field just deactivated. Should I be worried? Your new sidekick, whose name is Harry, by the way, says the key did it. Whatever that means. All right, I'm heading on. Fine. Ist immer noch stinkig. Von hier aus kann ich das nicht scannen. Und das doch, das ist was Neues. Eine Turbine. Mechanische Spuren von Kupferoxid. Erforschungshelfer. Ein windgetriebene Turbine, dank des robusten Materials, funktioniert sie noch tadellos, obwohl sie schon verdammt alt sein muss. Boah, aber ich denke, gerade wenn der schon 200 Jahre... War der dort in der Kapsel eingesperrt? Ich weiß nicht, ob das hier jetzt so eine Kettenreaktion oder so geben wird. Ich kann den nicht ansaugen, oder nicht? Der explodiert nicht, zum Glück. Ist das nicht so einer, der explodiert? Was ist denn mit dem? Mulligan-Melone. Die natürlichen Unterteilungen innerhalb der Makrostruktur halten die Masse im Inneren davon ab, sich zu vermischen. Ein kräftiger Schlag könnte die Dünne abdrängen, zerbrechen und zu einer sortigen Explosion führen. Und dieses da ist was schon wieder? Kann ich springen mit dem? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann es da reinwerfen. Like a
could just put Harry on? By all means, don't mind me. I didn't mean it like that. She'll be okay. You wanted to tell me something? I'll do my best, Harry. Hier hat's nichts Neues, oder ne? Ich höre da die ganze Zeit etwas, so wie ein Radar oder so. Das heißt, ich muss noch mal zurück und drehen wahrscheinlich. Weiß nicht, ob das zu schräg ist. Nee, das müsste passen. Ich finde das immer so schön, wenn das da weg ist und dann alles so in schönen Farben erblüht. Hier ist aber so ein leichter Nebel irgendwie. Das ist so ein bisschen eine komische Stimmung irgendwie. Ich teste halt immer wieder mal alles, ob irgendwie was Neues scannen kann. Ich hoffe, dass mir das Tierchen am Anfang nochmal erscheint. Ich weiß nicht, ob das da vorne Freund oder Feind ist oder ob das überhaupt ein Wesen ist. Okay, hier gibt es nichts zu erforschen. Verlassene Stadt. Okay, die ist verlassen, dann bin ich in Sicherheit. These buildings, totally overgrown. Was there a city here once? Mega! Boromeda! Lima, Nixu! Es war ihr Zuhause, okay. Weiß nicht, ob ich mal so einen Köder absetzen will. Wahrscheinlich wird es bald sowieso zu dem kommt. Wurzelbüsche. Okay, da ist Alkohol drinnen. Harry, I've reached some sort of bridge. Am I going the right way? Great. I just need to find a way up to it. Finde einen Weg auf die Brücke. Hier ist irgendwas. Muss ich da von der anderen Seite ran oder an? Oh oh. Da steht zwar
wird gelesen, aber wieso macht es das nicht? Also ich kann deutlich schneller feuern und ich habe auch ein bisschen mehr Wumms drauf. Sieht aber auch ziemlich beeindruckend jetzt aus, muss ich sagen. Jetzt wieder so kleine, die in der Luft kann ich glaube ich nicht abschießen. Also falls man das scannen kann, ich erwische es irgendwie nicht wirklich. Ich weiß nicht wie ich. Oder ich kann es halt einfach nicht scannen, keine Ahnung. Oder erst später dann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt werde ich auf jeden Fall das erste Mal so einen Köder absetzen dann. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, habe ich noch nie gemacht. Okay, das war die falsche Richtung. Ach so muss man das machen, okay. Die kann ich anscheinend nicht bekämpfen mit dem, hä? Also man kann die nur irgendwo dranhauen, aber... Das erinnert mich immer an Ghostbusters irgendwie, ich weiß nicht. Ah doch, da oben ist was erschienen. Ich gehe mal zurückschauen, ob da in dem Häuschen es sich irgendwas geändert hat oder so. Inschrift, eine Tafel mit Inschriften in einer außerirdischen Sprache. Es wird also... Ah doch, jetzt wird es übersetzt. Hügelpassage. Ich wollte gerade sagen, es steht leider nichts geschrieben. Ich kann nicht sagen, was es heißt. Es wurde tatsächlich übersetzt. Hügelpassage. Okay, die habe ich schon erkundet. Die auch. Also hier hinten war doch noch irgendetwas. Aha, okay, da oben. Always good to stock up. Juwelenapfel ist es. So irgendwie merkwürdige Stimmung hier echt. Geht's mal hier auf und dann auf der anderen Seite. Das ist faserige Wurzel, das hatte ich schon mal.
werde mal schauen, von wo kann ich das absaugen. Ah, ich muss da drauf springen, damit ich es absaugen kann. Aha. Nochmal. Also, okay. Habe ich alle erwischt, ich glaube. Hildschotten. Wäre noch cool, wenn da mehrere nachher sind, wo vielleicht wie man sieht, wie die dann das wieder aufbauen oder so. Ich hoffe, da leben noch viele von denen, damit die das wieder aufbauen können und sie das so wieder nutzen können, wie das früher einmal war. Ich glaube, hier habe ich nichts verpasst. Ich gehe mal weiter. The garden. It's quite amazing. You're saying everyone is trapped in there? Mema ikmanora. Base bera muno netza. Base mudala. You didn't know. Meta sadu nana. Mema ikmo prosala. You really shouldn't put all of this on yourself. You can't just excuse the gardener like that. Gärtner, sagen die dem, okay. Ich wollte gerade sagen, hier runter kann ich. No way I can make that jump. Maybe that elevator shaft down there? Hier runter hat es auf jeden Fall einen Wegpunkt zum Zurückportieren. Ich gehe mal zuerst über die Brücke, dann hinten rum. Also links rum, dann unten. Falsche Taste, sorry. Da passiert wahrscheinlich nichts. Aber ich ballere mal ein bisschen drauf, weil ich es lustig finde. Ich weiß nicht, ob das nachher wieder für ein Upgrade reicht oder nicht. Gitterverriegelung öffnen. Ich denke, das ist ein guter Spot für ein Beacon. Ich werde das. Transitaufzug steht dort. Hm? Ich wollte gerade sagen, hier unten könnte vielleicht auch noch was sein. Ich weiß jetzt zwar nicht, wenn das eine große nebliges Becken.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich schon durch will oder zuerst zurück. Ich will mich noch ganz schnell hier an, umsehen. Da spuckt aber nichts raus, oder nicht? Also das heißt, ich muss links und rechts irgendeine Aufgabe oder irgendwas lösen oder so. Aber ich gehe mal zurück. Ich gehe mal mit beiden reden und mit dem Roboter. Roboter wird wahrscheinlich nichts sagen, außer eben ihre Bestellung bitte oder so. Aber es muss ja ein Lager, okay. Es muss ja schon irgendein Sinn dahinter sein, dass man zurückbordet. Wahrscheinlich kann ich jetzt mit ihr reden, vielleicht kann ich sie ein bisschen beruhigen. Oh, so soon. Quit it. I just need a few things. Hey. Fine. Nicht abhauen, reden. Drücken, Knuddel. Mächtige Mamon Mona Birambula. Alpha Malona Mona. It is pretty overgrown and rusted, but I can still feel that it was something special. Nenamugana Hama Gumana. Neganu Fasasari Sopalu. Der wird wahrscheinlich das Gleiche sagen. Oh, Kurt. Es wäre noch cool, wenn die den mal umprogrammieren können. Ace Works Special Delivery. Welcome to Jupiter Station. Saturn. Marathon, oder was steht da? Group. Space Exodus oder so irgendetwas. Ja, was steht da hinten? Warte mal. So not load. Zwei Bad, okay. Stopp, ich will doch die Kleber lesen. Ah doch, es hat sich gelohnt. Eines kann ich wieder machen hier. Emissionsverstärker. Das andere, das sind glaube ich Fasern, wenn ich mich nicht täusche. Dann würde ich sagen, gehe ich direkt zurück. Also hier ist das Lager, außerirdische Ruinen, vergifteter See, Weg durch die Schlucht, verlassene Mine. Ah, dann bin ich jetzt hier bei 6. Dann heißt das, jetzt kommt hier die alte Stadt. Da links und rechts gehe ich jetzt wahrscheinlich irgend vielleicht hier durch oder vielleicht zuerst auf die Seite, dann auf die Seite, ich weiß es nicht. Dann öffnet sich vielleicht hier die Brücke zum Hauptturm oder so. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert.